Einen wunderschönen guten Morgen, werte Schrauberfreunde. Es gibt ein paar Neuigkeiten. Und zwar, Audi A6 ist verkauft. Geht nach Frankfurt in gute Hände und wird da gute Dienste leisten. 123er Coupé ist nicht fertig geworden bis Weihnachten. Warum? Weil ich irgendwann den Stecker gezogen habe, den Druck rausgenommen habe und gesagt habe, hey, es ist jetzt Feiertage, es sind jetzt Feiertage und die Zeit möchte ich genießen mit meinen Liebsten. Und das habe ich und deswegen habe ich gesagt, komm. Ob es jetzt Heiligabend ist oder KW1, macht den Braten jetzt auch nicht fett. Deswegen brechen wir jetzt erstmal ab. Aber in KW1, da wird er laufen. Heißt, wir haben ein richtig schnieke Fahrzeug zum Jahresanfang. Jetzt habe ich die Werkstatt geschlossen. Nur einen Termin und einen Notfall habe ich noch heute. Dieser eine Termin steht direkt vor mir, heißt hinter euch. Und den zeige ich euch mal. Jo, ein Bentley Continental GT. Bekommt einen Stockinger Fahrzeugtechnik-Service mit Ölwechsel, mit Luftfilter, mit Zündkerzen. In dem Fall 12 Zündkerzen und auch 12 Liter Öl, weil großer Motor. Und ich denke, das wird den einen oder anderen interessieren, wie das denn da so aufgebaut ist, weil es ja doch ein Fahrzeug ist, wo jetzt bei uns zumindest nicht alltäglich ist. Ist schon was Besonderes. Die Form finde ich sehr, sehr gelungen. Ne, wenn man das mal so sieht. Ist doch einfach eine schöne Form. Interieur auch schön, schön elegant und edel, wie es so für Bentley ist. Und das Lenkrad, das kenne ich schon. Das kenne ich aber nicht aus einem Bentley, sondern aus einem VW Phaeton. Das ist das gleiche Lenkrad, also hat auf jeden Fall VW-Gene, so rum. Was ich aber sehr, sehr erwähnenswert finde, ist einfach die Schaltkulisse, also der Schaltknauf hier vom Automatikgetriebe. Die Uhr in der Mitte, das liebe ich ja auch bei Mercedes. Kurz hier reinschwenken. Ja, das feiere ich einfach. Und wenn man ein Tacho hat bis 340 km/h, ich denke, da macht man auch schon mal vieles richtig, beziehungsweise wenig falsch. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video, wenn ihr zuschauen möchtet und einfach mal sehen möchtet, wie das dann so aufgebaut ist bei Bentley, bei so einem großen Motor, 12-Zylinder-Motor, dann schaut jetzt zu. Und vielleicht ist der ein oder andere ja dabei, der das auch machen muss, damit er mal ungefähr einen Blick dafür bekommt, wie das denn so aussieht und das geht, bekommst du das hier in diesem Video. So, frisch umgezogen, kann es jetzt losgehen. Wenn man so ein Modell noch nie hatte, fängt ja die Frage schon an, wie bekommt man die Motorhaube auf? Wir haben eine Entriegelung ganz vorne Fahrerseite, wie man es auch kennt, und dann ploppt hier dieses B hoch. Und das ist die Entriegelung der Motorhaube vorne, wenn das Schloss drin ist. Ich brauche jetzt gleich zwei Hände. Ihr müsst dann einfach nur hier dran ziehen, mit Gefühl natürlich. Dann entriegelt ihr das Ganze und kriegt die Haube auf. Da die Haubendämpfer ziemlich ja, nicht mehr so die Leistung bringen, brauche ich jetzt erstmal eine Stütze und dann mache ich die Haube auf und blockiere das, damit mir das nicht auf den Kopf fällt. Ja, ist es halt nicht so optimal auf halber Höhe hier, aber es geht ja noch. So blockiere ich das jetzt und dann kann ich hier sauber dran arbeiten. Mit dem Dämpfer müssen wir dann mal schauen, ob wir da noch neue reinmachen oder nicht. So sieht das Ganze aus, ein Motorraum eines Bentleys GT Continental. Ja, ihr seht jetzt hier erstmal nichts. Was ich ganz schön finde hier vom Bentley auch Öleinfülldeckel, schön gebrandet, einfach gut gemacht. Es kostet nicht viel Geld, aber macht einiges her, finde ich optisch. Wir haben 6 Liter Twin Turbo, auch hier schön gemacht. Bentley. Geil. So, die komplette Anzugbrücke muss weg, weil wir müssen an die Kerzen ran. Luftfilter machen wir auch neu, links und rechts. Die sind nur gesteckt und hier, ja, die sind nur so eingeklippt normalerweise. Das hier müsste eigentlich ganz leicht aufgehen, nicht nach oben, nach vorne. Das hat zwei Nasen in der Regel. Jawohl, Nase 1, Nase 2. Legen wir gleich mal hier hinten hin. Der Deckel hier sollte meines Wissens auch nur geklippt sein. Jawohl. Geht auch schön smooth weg. Und dann legen wir das auch hier hin. Die zwei Leitungen müssen weg auf jeweils beiden Seiten. Dann mit der Zehnernuss hier öffnen und der Rest vom Luftfilter ist nur geklippt. Wir müssen natürlich aufpassen, dass hier der das Stecker, dass wir da nichts abreißen, den müssen wir vorher noch entriegeln. Und ja,
Aber einfach mal eine schöne Optik. Bevor wir jetzt am Fahrzeug schrauben können, beziehungsweise bevor wir ihn hochnehmen können, müssen wir das Ganze noch in Wagenhebermodus bringen. Heißt, das Luftfahrwerk soll dann eben ganz hochfahren. Das macht ihr, indem ihr die Dämpfungstaste und auch die Niveauregulierungstaste oder wie auch immer man das nennt, gleichzeitig drückt und ein etwas wartet. So. Und wie wir sehen, geht er jetzt in den Wagenhebermodus. So, Luftfilterkasten, ja doch, sind draußen. Ja, der, wo davor schon dran war, man sieht es hier, Stecker schon beschriftet, also es war schon alles mal offen. Der hat leider auch ein bisschen gepfuscht, weil die Dichtung, Luftmassenmesser, ist kaputt. Die ist komplett zerfetzt, die war schräg drauf und hat es wahrscheinlich trotzdem drauf gedrückt. Ist halt Kacke. Zieht da Falschluft, falsche Werte, läuft schlecht. Dann hat er auch noch einen Stecker abgebrochen. Der hier ist gar nicht mehr eingerastet. Der fehlt auch komplett. Also auch den hat er kaputt gemacht, der Kollege vor mir. Wichtig ist, dass er hier dann auch wirklich was reinmacht, damit er keine Schraube reinfällt. Ich wollte erst einen Handschuh drüber stülpen, aber meine sind zu klein, sodass das immer reißt. Ja, bin mal gespannt, was mich noch erwartet, weil ich sehe gerade hier hat er auch die Halterung abgebrochen. Und jetzt kommt noch das Mittelteil raus. Dann müssten wir an die Schrauben kommen von der Ansaugbrücke. Und dann kommen eben noch die zwei Schläuche raus. Und dann haben wir es eigentlich schon schön offen, sodass wir an alle Zündkerzenstecker drankommen. Also darum geht es uns. Wir wollen eigentlich nur Zündkerzen erneuern. Ich gehe jetzt mal noch ganz hoch mit dem Fahrzeug. Also das ist auch richtig schwer, muss man schauen in den Papieren, weil so schnell ging die Bühne noch nie runter. Die wiegt schon einiges. Das Auto wiegt schon einiges. Ja, jetzt gehe ich mal ganz hoch, check mal, ob ich überhaupt das Öl hier ablassen kann. Aufgrund der Verkleidungen habe ich also die Probleme bei dieser Bühne, dass ich dann eben nicht mehr drankomme an die Stellen. Aber dann haben wir eh ein Problem, weil auf der anderen Bühne kann ich gerade nicht. Ne? Den Wagenhebermodus hat er leider abgebrochen. Das Luftfahrwerk nimmt er nicht. Ist jetzt halt so, kann es nicht ändern. Muss trotzdem durch. Ja, ich finde leider immer mehr Dinge vom Vorschrauber. Der hat auch hier leider einen Stecker kaputt gemacht von der Zündspule. Ja, die Zündspulen kennt ihr, denke ich. Das sind VW-Zündspulen, nichts anderes. Steht sogar drauf, VW AG. Die Beschriftung ist auch falsch. Zylinderanzahl, wo er da mal drauf geschrieben hat. Ich verbaue sie jetzt wieder so, wie sie drin waren. Mal gucken, ob er hier auch noch einen Stecker kaputt gemacht hat. Ne, nur auf der linken Seite. Also war ziemlich grob, der Schrauber davor. Schade bei so einem Fahrzeug, bei so einem Motor, wo halt vieles gleich teuer ist, wenn man was kaputt macht. Ja, Ansaugbrücke ist weg. Die Dichtung ist bestellt. Das Fahrzeug wird jetzt heute sehr wahrscheinlich nicht mehr fertig, weil ich eben das Ersatzteil jetzt noch brauche, das der Vorschrauber auch kaputt eingebaut hat. Also richtig dumm, weil das merkt man. Wenn das nicht gerade drauf liegt, weil das flutscht dann einfach nur so rein. Und wenn es das eben nicht tut, dann ist es verkannt. Da muss man schauen, was da ist und nicht einfach reinprügeln. Das ist völlig dumm. Völlig dumm. Egal. Müssen wir bestellen. Das Problem ist eben, dass man die Bentley-Teile nicht einfach so beim Händler um die Ecke bekommt. Ich habe jetzt auch die Dichtung hier aus den Niederlanden bestellt, per Express für 50 €. Ja, so ist es halt. Ist halt ein Bentley. Ist halt doch was Besonderes im Vergleich. Gut, jetzt mache ich das bankweise. Also ich mache zuerst diese Bankzündkerzen raus, neue rein, mache das alles wieder zusammen und dann die rechte Seite, einfach weil ich auch die Zündspulen hier drauflegen möchte und dass man da nicht durcheinander kommt. Ich melde mich dann, wenn ich die Zündkerzen draußen habe. Es war ein Fehlercode drin, Zylinder 5. Die Kerze schauen wir mal ganz besonders an. So, wichtig ist, dass ihr auch immer die Kerzen Löcher ausblasen mit Druckluft, damit, wenn ihr die Kerzen rausmacht, das ganze Zeug eben nicht reinfällt, logischerweise. So, jetzt holen wir mal die Kerzen raus, bin gespannt, wie sie aussehen. Und wie fest sie sind. Okay, die sind auf jeden Fall fällig, sehr hell also, mageres Gemisch, aber die Elektrode ist schon sehr
ausgebrannt. Also jetzt normaler Verschleiß, ist nichts Außergewöhnliches, aber auf jeden Fall gut, dass wir sie wechseln. Definitiv. Ja, und das jetzt mal 6 und dann noch mal 6 auf der anderen Seite. So, eine Sache, die ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, aber hier wurden auch Zündspulen getauscht. Und nicht alle, wie es gehört, sondern wirklich nur 3 Stück in Summe. Jawohl. Und zwar hier sehen wir die vorderen, also 1 und 2. Ich habe es mal richtig beschriftet, einfach damit es einmal richtig sauber dasteht, wo auch was hingehört. Also er hat komplett falsch beschriftet, der letzte, und eben nur 3 Zündspulen gewechselt. Macht man nicht. Mein Tipp, immer alle. Für Notfall, okay, wenn man weiterfahren muss, aber dann im Nachgang machen. Ja. Es geht hier gerade weiter. Luftfilter müssen wir auch noch erneuern. Das hat der Kollege davor wohl auch mal gemacht, aber hat sich gedacht, die Schrauben ziehe ich mal nicht an. Ja. Also ein paar Schrauben hat er festgemacht. Die würde ich fast sagen, hat er zu festgemacht. Deswegen biegt sich das alles hier. Und die Schraube hat er einfach locker gelassen. Ja. War ein kleiner Pfuscher am Werk, würde ich mal behaupten. Ja. Hier sehen wir viel zu viel Kraft aufgebracht. Das Ganze biegt sich hier schon ein. Das Kunststoff leider nicht sauber gelöst. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet, wie der Filter aussieht. Jetzt bin ich gerade beim Ölwechsel. Das sieht jetzt hier ein bisschen nass aus, aber das ist jetzt von mir, vom Bremsenreiniger, vom Reinigen. Der Motor ist trocken, komplett trocken, kein Ölverlust, das sieht man selten, also hier wirklich positiv. Öl ist schon abgelassen, ganze 12 Liter, 12, irgendwas bekommt er. Und hier auf der anderen Seite ist der Filter. Haben sie schön geregelt, da haben wir einen leichten Ölverlust, aber alles noch im Rahmen. Warum ich das jetzt hier so auf halber Höhe mache, mit den Rädern oder Reifen, nee, Rädern, unter dem Bentley, hat folgenden Grund. Ich vertraue gerade der Bühne nicht so wirklich, beziehungsweise der Bühne schon, aber der Verschraubung nicht so ganz, weil ich bin leicht versetzt drauf gefahren, das heißt, es ist nicht ganz mittig, die Last und die, ich muss mal schauen, was das Fahrzeug wiegt, weil die Bühne, die kämpft da schon. Ich glaube, bis 3,2 Tonnen kann sie, das wiegt das sicher nicht, aber ich glaube, also der leichteste ist er auf jeden Fall auch nicht und deswegen habe ich das einfach jetzt so gemacht, weil ganz hochfahren, dann bei 2 Meter, wenn er ausgestreckt ist, komplett, die Kräfte, die dann da wirken, Hebelkraft, ne, und dann so leicht nach rechts versetzt, das ist mir alles zu heiß, muss nicht sein. Deswegen habe ich einfach hier das schnell auf halbe Höhe gemacht und noch zur Sicherheit für mich, einfach für mein Gewissen, dass falls was passiert, dass ich auf jeden Fall drunter nicht zerquetscht werde. Aber da passiert nichts, die Bühne kann das auf jeden Fall normalerweise ab, nur hätte ich einfach 100% Grad drauf fahren sollen. Jetzt habe ich es halt so geregelt. Aber geht gut. Und die Durchsicht habe ich ja schon im Vorfeld gemacht auf der anderen Bühne. Normalerweise würde ich das Fahrzeug auch auf der anderen Bühne eben reparieren. Aber die, wie gesagt, ist halt noch belegt. Ja, jetzt holen wir den Filter noch raus. Und dann machen wir das Öl schon wieder rein. Abdeckung zu. Und da müssen wir mal mit dem Besitzer telefonieren, wie wir das jetzt machen mit den fehlenden Teilen. Und denn Achsmanschette ist auch noch kaputt. Da hat er mich gefragt, ob ich die noch schnell tauschen kann. Aber schnell, geschwind sind so Worte. Das klappt bei einem Continental GT nicht. Definitiv nicht. Ja, jetzt machen wir Filter raus und dann neues Öl wieder rein. Der bekommt 0W40. Habe ich über Liquimolli beim Ölfinder rausgesucht. Für den Motor wohl das Beste. Und dann haben wir hier noch einen Innenraumfilter. Die Luftfilter kann ich euch noch zeigen. Die waren normalfällig. Ja? Also man sieht, das Papier ist schon recht alt. Das sind auch noch die Originalen. Mit Bentley gebrandet oder Originalteile verwendet worden. Aber das Papier ist schon sehr brüchig. Seht, ich berühre es nur ein bisschen, sonst schon bricht es ab. Und auch normal zugesetzt. Also wirklich nicht außergewöhnlich, aber genau richtig zum Tauschen. Also wenn sie so aussehen, ist alles gut. Dann passt das. Ja, also im Grunde solides Fahrzeug jetzt. Die Reifen sind noch ein bisschen komisch abgefahren, aber kann man mal eine Achsvermessung machen. Und dann passt das wieder. Jetzt müssen wir erstmal warten auf Ersatzteile. Heißt einmal die Dichtung, beziehungsweise machen wir natürlich beide neu. Da tauschen wir nicht nur eine. Ne? Die ist ja kaputt, da hat einer mit hoher Gewalt das Ganze zusammengebaut. Auf die muss ich warten und darauf die Ansaugkrümmerdichtung. Die ist auch bestellt. Ich glaube, kommt beides aus dem Ausland, das heißt, es braucht seine Zeit. Jetzt, bevor ich in Feiern gehe, mache ich noch schnell einen Innenraumfilter. Und das Schöne ist, da hat Bentley, würde ich sagen,
Was gut gemacht für den Mechaniker zumindest, denn wer den Innenraumfilter jetzt sucht, im Motorraum unten oder hinter dem Handschuhfach oder unter dem Handschuhfach, der sucht verkehrt. Das Ganze befindet sich nämlich in der Motorhaube. Tatsächlich haben wir hier den Pollenfilter und auf der anderen Seite auch ein zweiteiliger in verschiedenen Größen. Und um den zu wechseln, muss ich jetzt mal schauen. Wahrscheinlich ist das hier nur geklippt. Mal mit Gefühl dran ziehen. Ja, ich schaue es mir jetzt gleich mal in Ruhe an. Auf jeden Fall ist er da. Und den tauschen wir jetzt noch. Also das haben sie, würde ich sagen, gut gemacht. Hat man auch nicht alle Tage. Und deswegen auch mal interessant zu sehen. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video fandet. Einfach mal, ich dachte, ich zeige euch mal ein bisschen so ein Tagesgeschäft von einem Fahrzeug, das man wirklich jetzt nicht jeden Tag hat. Ja, es ist kein Golf, definitiv nicht. Ist ein Fahrzeug der höheren Preisklasse, aber auch ein Fahrzeug der höheren Motorisierung und das bedarf auch einem höheren Aufwand. Das muss man halt immer wissen. Bei jetzt mal schnell Zündkerzenwechsel und geschwind etwas tun, geht hier halt eben nicht. Jo, wir sehen uns im nächsten Video. Ich denke, der nächste Content wird wieder 123er sein. Da gehen wir am, ja, vielleicht übermorgen noch dran, aber dann erst wieder im neuen Jahr und dann aber Vollgas und Endspurt. Ich wünsche euch bis dahin erstmal eine gute Zeit, einen guten Rutsch. Vielen Dank, dass ihr so treu folgt und die Videos schaut. Und ja, einfach danke und eine gute Zeit euch. Bis dann.